Hallo Arschlöcher, wie bekannt warte ich noch darauf, dass sich hier bei diesem Video etwas tut. Das ist eines dieser Videos. Ja, nee, es ist ja nicht mal das, sondern da erinnere ich ja schon dran. Es geht ja hier um die Sache mit der Reichsbrücke. Also einfach in den letzten Videos da. Da erkläre ich, um was es geht, ihr Arschlöcher. Und passt auf, diese Sache, diese Anrede, die ist jetzt im Moment zwar begründet darin, dass sich noch niemand aufgerafft hat, diese Journalisten da an die Blöden anzuschreiben in der Sache der Wiener Reichsbrücke. Aber mir gefällt die Anrede. Hallo Arschlöcher. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Also auch darüber hinaus. Weil das ist gesellschaftlich, das ist einfach die richtige Anrede. Ja. Gesellschaftskritisch. Okay, jetzt gehen wir zum aktuellen Thema, und zwar in Israel oder vor der israelischen Küste ist diese Übung, diese Juniper-Oak-Übung, und die ist, was, da kann man mal was anklicken hier. Das ist jetzt so ein Video davon. Die Drecksamis und die Scheiß Israelis. Nicht, damit tue ich nicht das jüdische Volk beleidigen. Also da tun sie halt so ein Ding mal. Das sei die größte Militärübung praktisch als von Israel und den USA gegen den Iran. Okay, und ja, das läuft jetzt gerade, und ich sage, die Gefahr besteht, dass man während dieser Übung noch einen Angriff praktisch gegen diese Flotte unternimmt. Und dann praktisch sagt, ja, jetzt müssen wir uns wehren, jetzt müssen wir den Iran angreifen. Ja, ich halte, es ist so, das ist keine Ankündigung, wo man dann sagt, ach, jetzt hat er wieder Unrecht gehabt. Ah, der tut da immer da so orakeln und dann stimmt's nie. Also, es ist keine sowas. Aber es würde passen, dass die sich selber angreifen praktisch. Die schießen einfach eine Rakete vom Libanon oder von der syrischen Küste aus, schießen sie eine Schiffsrakete und versenken eines von den Dinger hier, und dann sagen sie, ja, jetzt hat der Iran mit seinen Proxys, mit seinen da Hisbollah oder eben Dings im Syrien, die haben jetzt die angegriffen, jetzt müssen die sich verteidigen. Versteht ihr? So haben sie es ja auch gemacht mit der Golf von Tonkin und so weiter, wo sie immer gelogen und betrogen haben. Die Dreckschweine. Und das. Ja, Leute, wenn es nicht passiert, werde ich nächstes Mal in so einer Situation, wenn ich es für wahrscheinlich, ne, wenn ich es für plausibel halte, dann werde ich es trotzdem ansprechen. Also mich würde es absolut nicht, jetzt, das seht ihr nicht,
sondern aber mein Monitor meldet sich wieder, er will sich ausschalten. Das macht er jeden Tag einmal irgendwann. Ja gut, okay. Ihr kriegt das aber, glaube ich, gar nicht mit. Im Video sieht man das gar nicht. Ich schalte ihn dann einfach wieder ein. Jetzt noch 40 Sekunden, dann schaltet er sich ab. Also, das ist... Das sind meine Überlegungen gerade. Ja, mit sowas muss man rechnen. Und dann ist es praktisch, das heißt, die Ereignisse hier, die können sich überschlagen. Und gleichzeitig haben die Russen die haben ein Dings, eines ihrer Schiffe, die mit den Zirkon-Raketen ausgerüstet sind, schicken sie vor die Ostküste der USA. Und ich sag mal, jetzt versuche ich mein Dings wieder einzuschalten. Ich weiß nicht, ob ihr da, ja, jetzt ist schon wieder eingeschaltet. Okay. Und da ist ja in Norfolk, Norfolk, ist die große, also die Flotte der USA, nee, halt mal, Norfolk, ich meine Norfolk, USA, Oder verwechsel ich da was? Nee, dem verwechsel nichts. Das ist der größte Militärstützpunkt. Und da gibt's natürlich unheimlich viel zu versenken. Ja gut, okay. Aber das sind jetzt so. Jetzt gehen wir nochmal hierher. Also hier im östlichen Mittelmeer findet diese Übung statt. Jetzt, wie viele Kilometer sind es? Entfernung messen. Da eine bis Teheran. Ja, das ist schon ein Stück. 1600 Kilometer. Trotzdem, ja, das ist die Gefahr momentan. Und das heißt, versteht ihr, die können hier ein Dings... Mit einer banalen einzelnen Rakete, die hier irgendwo abgeschossen wird, an der Küste von Libanon und oder Syrien und so weiter, mit einer einzigen Rakete kann man hier praktisch jetzt über Nacht die Welt total ins Chaos stürzen. Das ist hier, also wenn der Krieg mit dem Iran beginnt, dann haben die angekündigt, werden sie die Straße von Hormuz schließen. Also das ist hier der Bereich und dann kommt kein Öl mehr hier durch. Und da ja praktisch, und das ist immer die große, ich habe es ja auf meiner Website hier, wenn man jetzt mal schaut, Hormuz zum Beispiel, Hormuz. Was ist jetzt auch los? Also ich hab's mehrmals schon erwähnt. Im April habe ich schon erwähnt. Zack, da eine Zack, also
Weltkatastrophen, Idiotenvolk, vom Regen in die Traufe, in den Golf. In ein paar Tagen Schließung der Straße von Hormuz wegen Israel, Iran. Schon ohne Russland-Sanktionen würde dadurch der Ölpreis explodieren. Also das ist jetzt hier aus 2010 bei Google-Suche etwas. Straße von Hormuz, Iran droht mit Schließung. Iran-Blockade könnte Ölpreis auf Rekordniveau treiben. Ja, und das war aber alles, das war 2010, 2011, alles ohne das Thema, also ohne Russland noch. Und das war das eine. Und dann habe ich hier vor kurzem einen anderen Artikel geschrieben, und auch darauf hingewiesen. Also, das ist, das irgendwie fängt's an, und das ist eine plausible Möglichkeit praktisch. Es ist zwar haarsträubend, dass die gerade, wenn dann die, dass die jetzt praktisch hier, diese größte Streitmacht da, die da jemals da geprobt hat, dass die so dumm sein sollen und die jetzt gerade anzugreifen. Aber ja, so Geschichten hat man uns schon oft erzählt und es gibt immer genug Idioten, die es glauben. Ist jetzt keine Ankündigung, habe ich ja schon mal gesagt, weil ich weiß es ja nicht, aber sowas, mit sowas ist zu rechnen. Und wenn es jetzt nicht passiert, dann passiert es eben in ein bisschen später, aber damit ist zu rechnen. Und also jetzt, was man gerade über diese Übung hier noch findet, ja, eben. Kriegsziel Iran. Also hier wird vermutet, dass es bis Freitag geht, also bis morgen. Aber das ist jetzt, da gibt es keine klare Auskunft, wie lang das geht. Ja, jetzt korrigiere ich mich noch. Da habe ich noch was gefunden. Das ist jetzt auch ganz aktuell. Hier, das ist der Admiral Gorschkow. Also während die hier gerade dieses im östlichen Mittelmeer dieses Dings stattfindet, dieses Manöver. Mit dem, also Kriegsspiele gegen den Iran praktisch, aber vor der syrischen Küste, wo auch die Russen ihren Stützpunkt haben, ist interessant, was hier gerade dieses russische Schiff Admiral Gorschkow macht. Also die geplante Route dieses von zwei Schiffen hier, oder was ist das andere? Ist das eine
Der Kama, ist das ein U-Boot oder was? Das ist jetzt. Okay, das wird jetzt nicht ganz klar, aber auf jeden Fall, das waren zwei so militärische Seeobjekte, die hier gemeinsam Richtung Südafrika wollten. Und jetzt hat sich aber der Admiral Gorschkow Richtung Westen aufgemacht. Also für mich und ja, und dann noch was. Also Admiral Gorschkow führt mit sich die unstoppbaren Mach 9 nuklearfähigen Hypersonic Cruise Missiles. Das heißt, das ist eine Gegendrohung, sage ich mal, wenn hier an der Küste russische Marinebasis, Maimin oder wie es heißt, wenn da irgendwie was wäre, sage ich mal, dann habe ich ja eher von Norfolk geredet, weil das so eine große US-Marinebasis ist. Aber wenn man hier erfährt, dass dieses CENTCOM, also das ist das ist die Hauptzentrale ja, also einfach von der Amis ist das so eine Hauptzentrale da. Und die ist in Tampa. Tampa. Also hier Florida. Die Dings können 900 Kilometer weit schießen. Wie heißt man sie? Diese Zirkon-Raketen. Jetzt schauen wir mal. Also von hier Entfernung messen. Mal hier. Oh, das ist. Da müssten sie also schon ziemlich nahe rankommen. Okay. Aber ja, ich meine, das sind internationale Gewässer. Und wenn die sich, sage ich mal, jetzt nach Kuba aufmachen, dann von Kuba aus ist es auf jeden Fall zu treffen, sage ich mal. Wenn die jetzt einen Besuch in Kuba abstatten, also diese Gorschkow hier, dann sind die, dieses Hauptquartier CENTCOM ist auf jeden Fall in Reichweite. Also denke ich, das ist ein realistisches Szenario. Wenn hier irgendwas passiert, sage ich mal, vor der syrischen Küste und die das für den Angriff auf den Dings nutzen werden, für den Angriff auf die russische Basis oder auf Syrien oder einfach was die Russen hier nicht passiert, dann ist der nächste Schritt wahrscheinlich die Auslöschung von diesem Hauptquartier hier in Tampa. Ja, und so lässt sich das, so kann sich's natürlich hochschaukeln. Das kann über Nacht, das kann über Nacht, versteht ihr? Die machen hier ihre Übung, und dann beschießen sie ihr eigenes Schiff. Irgendwann beschießen sie ihr eigenes Schiff und starten damit praktisch
etwas, wo sie sagen, ja, jetzt müssen wir die Rakete, die kommt sicher vom Iran, das hat der Iran geliefert an seine Dings da, an die Hisbollah und an die Syrer, der Iran ist schuld. Und deshalb müssen wir, und jetzt hat der Iran den Bogen überspannt, jetzt müssen wir hier praktisch mal richtig aufräumen in Syrien und im Iran. Ja, verstehe, das liegt in der Luft, das liegt in der Luft. Wenn sie jetzt nicht kommt, dann vielleicht in ein paar Wochen, aber das liegt in der Luft, das liegt in der Luft, und ich könnte mir eigentlich nichts vorstellen, wie es besser praktisch passen könnte. Und man muss natürlich davon ausgehen, da sind ein paar U-Boote schon, also die Israelis haben ja U-Boote, dass die lauern schon hier, die liegen schon hier praktisch vor der Küste, und dass es dann losgeht. Das kann, versteht ihr, das kann diese Woche noch sein. Denn wir haben jetzt Donnerstag, das kann morgen losgehen, das kann dieses Wochenende losgehen, ja. So, und wenn es nicht dieses Wochenende losgeht, dann geht es halt nicht dieses Wochenende los. Es ist keine Ankündigung, es ist nur so, dass das passen würde, versteht ihr? Dass das kommt, dass das in der Luft liegt, das ist schon so oft gesagt und so oft, aber auch nicht nur jetzt von mir vermutet, sondern alle gehen eigentlich davon aus, so, dass der Krieg kommt. Israel hat es tausendmal angekündigt, dass den Iran angreifen werden. Also es geht nur noch darum, wann. Es geht nur noch darum, wann. Und das sage ich, wann ist ein besserer Moment, wie jetzt praktisch, im Rahmen einer Übung. Also sie brauchen dann nur noch einen Grund, eine bessere Dings praktisch, besseren Moment. Gibt's gar nicht, weil den ganzen Aufmarsch, den konnten sie jetzt einfach machen für eine Übung, und das eine bessere Gelegenheit gibt es gar nicht. Alles, was fehlt hier, ist der Kriegsgrund. Und denn machen sie eben, indem sie sich selber als die Angegriffenen präsentieren. Natürlich könnten man auch eine Rakete auf Jerusalem schießen oder irgend sowas machen, aber nichts Leichteres, sage ich mal, als hier jetzt irgendwo von der Küste aus irgend so einen beschissenen Flugzeugträger oder irgendwas ja, beschießen. Das ist doch einfach, das bietet sich sowas von an. Alles bietet sich an für diese Situation momentan. Und deshalb habe ich gedacht, ja, dann mache ich halt ein Video dazu. Und ganz nebenbei, wir haben jetzt da der 26. Donnerstag, der 26. Am Samstag, den 28. Ist es genau 29 Jahre her, dass ich das schriftliche Hausverbot von meiner Gemeinde bekommen habe. Und die mich jetzt ein bisschen verfolgen, ich werde dir das jetzt nicht in dem Video großartig erklären, aber die das mich schon länger kennen, die können das einordnen. Ja, das sind genau 29 Jahre. Und zwar, wenn man es umrechnet in den Dings, in den Mondkalender. Ich war am Sonntag, den 16.01.1969,
94 war er zuletzt dort und 3 Tage später ist das schriftliche Hausverbot gekommen. Und ja, ich werde das jetzt nicht erklären in dem Video. Aber die das schon länger verfolgen, die wissen, was da, mit was das alles zusammenhängt. Ja, das einfach praktisch, dieses Wochenende ist dieser Tag in meinem Leben, wo sich etwas Bedeutsames jährt. Ja, zum 29. Mal. Und das ist praktisch auch der Tag, wo das hier praktisch in der Luft hängt. Ja, und da kann es natürlich sein, das zerschlägt sich, da ist nichts und dann ist halt nichts. Das ist jetzt ja auch nett, dass ich irgendwie, das ist ja jetzt nur Zufall einfach nur. Hat also keine Konsequenzen, wenn das jetzt nicht stattfindet, dann bleibt alles weiter so praktisch und wird sich eben nur in die Zukunft hinziehen. Dass diese Katastrophe hier in der Luft liegt und dass das kommt, das ist schon so oft angekündigt, auch wie gesagt von den Israelis, das ist nicht meine Theorie. Ja, es ist eben, der Iran unterstützt Russland im Krieg gegen die Ukraine und so weiter. Und also das würde hier im Westen total reinpassen. Dieser Angriff jetzt. Es würde alles passen, versteht ihr? Von A bis Z bis zu meinem Leben mit meinen was ich hier so habe. Es würde jetzt alles passen. Wenn es aber jetzt sich noch mal etwas hinzieht, dann zieht sich's eben hin, aber das ändert nichts an der Gesamtsituation. Ich denke, das passiert. Ob jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später. Und dann wird die ganze Welt eben hier. Ja, weil das ist etwas, sage ich mal, das wäre ein legitimes Ziel. Das wäre ein legitimes Ziel. Also wenn diese russische Militärbasis irgendwie beeinträchtigt wird hier, dann wäre es ein legitimes Ziel, praktisch, dass das Hauptquartier hier vernichtet wird. Ja. Und wie gesagt, die haben 9000 Kilometer, 900 Kilometer Reichweite. Das ist absolut zu machen. Und dann ist natürlich, was es hier an U-Boote hat, das ist etwas, nochmal etwas, das ist unterhalb der Schwelle zum Atomkrieg mit den USA. Wenn die aber frech werden hier, dann brauchen wir jetzt nicht denken, ach ja, 900 Kilometer Reichweite. Die Russen haben eben noch ganz andere Sachen, wo sie praktisch, wo es nicht auf die Reichweite ankommt. Also da ist es, über Nacht, wie gesagt, wir haben jetzt Donnerstag, nächste Woche kann alles anders aussehen. Die Welt kann eine andere sein. Nächste Woche schon. Ja, also Arschlöcher. Also ich denke, das gefällt mir. Das gefällt mir. Was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, wenn ich euch Arschlöcher nenne? Wenn ich euch anrede, hallo Arschlöcher, was habe ich zu verlieren?
Es hat nur kein Schwein irgendwas gemacht. Ich sage jetzt nicht, da ein paar Leute, die haben sich freundlich gemeldet, da melde ich mich freundlich zurück. Hallo, nicht beleidigt sein. Ihr seid die Lieben. Aber trotzdem, nicht das Gefühl, dass ich was zu verlieren hätte. Wenn ich euch anrede mit Hallo Arschlöcher. Deshalb werde ich das jetzt hier gerade mal fortsetzen, so. Da könnt ihr ja sagen, ja, aber jetzt sind wir beleidigt, jetzt wollen wir mir dir helfen, aber jetzt sind wir beleidigt. Nee, ich sag, Leute, also die sich jetzt hier konkret gemeldet haben, die nehme ich jetzt mal aus. Die nehme ich jetzt mal aus. Vielleicht. Das ist dann einfach Gesellschaftskritik. Das ist dann einfach, das muss man dann einfach als Gesellschaftskritik sehen. Ich komme und rede die Öffentlichkeit an mit Hallo Arschlöcher. Ja, das erscheint mir irgendwie momentan sinnvoll. Ja, warum soll ich es nicht machen? Nebenbei hat sich jetzt so ein großes Medium bei jemand gemeldet, wo bei an einem Fall, an dem ich beteiligt bin, sag ich mal so jetzt. Die wollen da was machen, aber da, wo sie jetzt angefragt haben, hat jetzt jemand eine gute Meinung von mir und will jetzt nicht einfach mit den Medien hier, ohne dass ich hier, ja, und jetzt bin ich natürlich in einer Situation, weil ich ja, wie soll man sagen, von mir wollen die Medien zurzeit nichts und dadurch bin ich, und ich bin auch sehr radikal und sehr so angriffsmäßig. Jetzt muss ich natürlich schauen, in dem Moment, wo jetzt jemand hier involviert ist, wo ich jetzt. Ich bleibe natürlich eigenständig. Nur, ich sage mal, das Auftreten, wenn ich jetzt, ich habe ja jetzt nicht direkt eine Funktion wie ein Anwalt, sage ich mal. So, es ist ja auch nichts Offizielles. Aber wenn jetzt, sage ich mal, es jetzt um Angehörige gehen würde, die praktisch gegenüber den Medien sagen, wir wollen praktisch den Faisal hier, dass der hier, dass dessen, dem seine Überlegungen hier jetzt eine Rolle spielt, dann ist es natürlich, dann bin ich nicht ganz so. Ja, da muss ich dann mein Dings noch etwas finden, aber grundsätzlich, also das heißt, zu sagen, hallo ihr Arschlöcher, würde ich dann in dem Moment so jetzt nicht machen, weil ich eben nicht völlig alleine hier mit denen zu tun habe, sondern eben diese Familie hier involviert ist. Aber die Grundhaltung ist, sage ich mal, gegenüber der Öffentlichkeit, hallo Arschlöcher, und eben mit der Erklärung, dass das berechtigte Gesellschaftskritik ist, weil ich es mit einer Idiotengesellschaft zu tun habe. Und das jetzt praktisch
in Einklang bringen damit, dass es, dass Medien sich für einen Fall interessieren und man denen jetzt Informationen hat. Also das wird jetzt heute gerade, heute werde ich dann vielleicht, wenn ich da weitere, also die Kontaktdaten da bekomme, oder morgen, heute oder morgen praktisch da mit denen reden. Und dann wird man sehen, in welche Richtung das hier geht. Das kann also sein, dass die Leute, ja, ich sag mal, wenn die zu mir kommen und sagen, oh, sie sind ja ganz okay, sie sind ja interessant, können wir mit ihnen eine Story machen, dann würde ich sagen, nein, weil ich, ich sag mal, wenn so ein Journalist gegenüber, gilt das Gleiche. Ich sag zwar, die Medien sind eine Saubande und es sind Verbrecher, die gehören eingesperrt in viele Bereiche und Themen. Aber wenn ich jetzt mit einem einzelnen Journalist zu tun habe, denke ich, wie ich es auch sonst mit den Leuten halte. Dem Individuum gegenüber bin ich immer normaler, freundlicher, umgänglicher als einer größeren Gruppe. Da ist es immer, steht immer die Gesellschaftskritik im Vordergrund. Das heißt, wenn es jetzt so wäre, dass das weiß man ja nicht, das kommt ja auch auf die konkrete Person an, mit wem man zu tun hat. Aber wenn hier ein gewisser Draht da wäre, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich gegenüber dem Medium nicht, dass es nicht wie eine Kooperation erscheint, also ich muss eigenständig bleiben, aber ich sage mal, wenn jemand bereit ist, was Vernünftiges zu berichten und bitte sagt, dann bleibt meine ablehnende Haltung gegenüber diesem Medium trotzdem. Aber ich sag mal, und es muss dazu führen, dass ich nicht als Kooperationspartner dieses Mediums wahrgenommen werde. Wenn diese Überlegungen, die mir oder uns wichtig sind, wenn die gebracht werden, dann bin ich natürlich bereit, dazu zu stehen, und das muss man jetzt mal sehen. Also das ändert das, meine Haltung gegenüber den Medien ändert sich nicht. Ich bin dafür, dass da jede Menge von denen ausgerottet wird. Jetzt nicht mit Gewalt gegen Menschen, aber also ich habe eine vernichtend schlechte Meinung. Wenn jetzt zu irgendwas Konkretem im Kriminalfall eine Frage gestellt wird und man beantwortet die und die Medien sind bereit, es zu veröffentlichen, es wird niemand verboten, etwas Richtiges zu machen, sage ich mal. Das muss man mal sehen. Aber so, das ist der Stand. Es ist immer praktisch, eine große Veränderung auf dieser Welt, die ist immer nur ein Wimperschlag entfernt.
Das weiß ich schon lange. Und auch jetzt ist es noch, ist es so. Ja gut, machen wir es nicht länger. Ja, das wollte ich jetzt eben noch erwähnt haben.